Ich teste hier gerade mal wieder einen der ultimativen Klassiker an der Achthuber, wenn es darum geht, Störe, Welse, Sterle zu angeln. Ja, und ich habe schon ein bisschen mehr probiert. Also bin schon seit der Nacht dran, habe schon ein bisschen rumprobiert, bin hier mit verschiedensten Ködern unterwegs und habe jetzt gerade nochmal umgestellt auf relativ simple Köder auf den beiden Routen und hier auf der Mitte, die auch gerade in Action ist. Da habe ich noch einen schönen, dicken, fetten Premium-Köder dran. Denn, oh ja, da können auch die Welse drauf reingehen. Und das hatte ich gerade noch gesehen im Discord. Der Ronne hatte das gepostet. Rabams, jawollo. Und hat da einen schönen 150 Kilo Wels rausgezogen. Ja, lecko, funny, Alter. 150 Kilo Wels. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Würde ich mitnehmen. Aber um mal so ein bisschen auch Cash zu machen und ein bisschen Frequenz zu haben und nicht hier nur auf die ganz dicken zu gehen, kann man sich auch einfach nur mit dem Tauwurm hier hinstellen. Schön simpel mit dem Tauwurm und dann gehen hier auch immer wieder ganz gut die Sterlets rein. Also ganz klassische Stelle. Wenn man natürlich Bock hat auf Wildkarpfen, ich denke, man könnte hier auch durchaus auf Wildkarpfen gehen. Vielleicht mit verschiedenen Boilies, so in Richtung Heilbutt und Thunfischkombinationen vielleicht oder Lachs mit reinnehmen und dann einfach mal testen, ob hier nicht auch Heilbutt geht. Andere Möglichkeit, ganz klassische Kombination für die Aralbarbe wäre dann natürlich Krabbe und Muschel oder dann Flusskrebs auch noch mit da rein. Also so eine Kombination auch durchaus eine Möglichkeit. Und das Schöne ist, einfach nur hier 15 Meter weit raus. Also man muss gar nicht weit auswerfen, man ist relativ nah hier im Uferbereich und kann dann Gas geben. Der Spot 157 sollte eigentlich recht bekannt sein. Wir gucken uns das mal eben kurz an. Auf der Map und dann sind wir auch direkt hier unten. Also eine der wichtigen Störkurven. Wir haben ja hier die große Störkurve, das ist so die kleine Störkurve. Und ja, hier in dieser Ecke auf die Spitze sozusagen geworfen. Also hierhin und dann einfach mal hier auf diese Schilfspitze werfen, so in diese Richtung. Und dann landet man einfach hier so in dieser Area. Da klappt das immer wieder ganz gut. Man kann aber auch einfach mal hier in diesem Bereich werfen, ne? Das heißt, man peilt da hinten die Bäume so an. Oder hier den letzten an der Ecke kann man, glaube ich, auch nehmen. Genau, und dann landet man hier schön in dieser Area. Und da wirft man dann natürlich ein bisschen weiter aus, so um die 30 Meter auch durchaus kein Problem. Und hier sind es einfach nur 15 Meter. Also locker flockig ausgeworfen, man landet direkt in der Rinne und dann geht da so einiges. Auch durchjiggen, das würde ich dann allerdings hier eher machen. Einfach jiggen, auch wenn man Bock hat auf Wels, durchaus eine Möglichkeit. Werde ich wahrscheinlich die nächste Nacht auch nochmal ein bisschen testen mit dem großen Setup. Einfach hier durchjiggen und gucken, was hier so wälzmäßig noch geht. Die Frage ist da natürlich, welcher Köder funktioniert. Hier jetzt gerade vom Setup relativ simpel unterwegs. Wie gesagt, einfach nur mit dem Tauwurm rein damit. Guter Universalköder. 4-0er Haken. Wir wollen ja die dicken Dinger. Und dann geht da so ein bisschen was. Also angefangen hier gerade in der Nacht mit Wildkarpfen. Da war allerdings nicht so wirklich viel los. Dann ging es in den Morgenstunden los mit ein paar Sterlet jetzt auch schon. Der erste große Wels ist mit drin, der allerdings hier gerade auf diesem Setup mit der Nashornkäferlarve. Nashornkäferlarve und, wie wir hier sehen, ich habe auch noch komplett Störfuttermische drin, die ich ja auch schon im letzten Video hatte zum Störangeln von der Anna oder an der Tunguska. Auch da hatte ich das schon so verwendet, das Setup. Hier jetzt gerade nochmal mit 77 Kilo Schnur, also richtig massiv hier rein. Und ja, frequenzmäßig ist das natürlich nicht so hoch, wenn man mit diesen großen Ködern unterwegs ist. Wenn man hier wirklich nur die kleineren Sterlet haben will, wenn man hier ein bisschen auf Masse gehen will, dann einfach auch nur mit dem Tauwurm. Allerdings würde ich schon auch so eine Stör- oder Sterlet-Futtermische verwenden, denn ohne Futtermische ist das schon schwierig. Übrigens auch eine Stelle, die zurzeit immer wieder noch funktioniert. Gibt es auch viel Feedback von, ist hier drüben. 51 von den Koordinaten. Also das auf jeden Fall auch mal testen. Auf C6 und dann hier auf 51 direkt vor so einer Schilfkante wirft man hier auch so quasi schräg rüber und landet hier.
bei 15, 17 oder 21 Meter. So in diesem Bereich landet man da auch an einer Stelle, die immer wieder ganz gut funktioniert. Auch gerade, wie gesagt, gut funktioniert für Sterlet. Ja, nichtsdestotrotz, Futtermische muss sein. Von daher gucken wir da mal eben rein in die Futtermische. Und das ist hier wieder auf Raps. Raps als Basis, Rapssamen. Und dann haben wir hier die Flusswandermuschel, die Zebramuschel, gehackte Würmer, getrockneter Krill und Lehm. Das sind einfach so diese Standardkombis, die man hier drin hat für die Störmische. Und dann kann man hier bei dem Aroma noch ein bisschen Variation reinbringen. Krabbe und Muschel oder nur Muschel, je nachdem welchen Hauptköder man verwendet. Oder man nimmt einfach mal den Krebs. Also da kann man eben immer so ein bisschen variieren, je nachdem welchen Köder man hat. Aber so die Basis oder das Original der Störmische ist halt hier mit Krabbe und Muschel auch noch in Kombination. Ja, so und so ähnlich. Jetzt heißt es hier gleich ein bisschen ausharren und weiter testen. Na, will da noch einer rein auf dem Tauwurm. Und ich werde, wie gesagt, in der Nacht gleich noch mal ein bisschen simpel auf Jig probieren. Ansonsten hier mit dem Tauwurm auch noch viel stehen, weil dann einfach hier noch ein bisschen Frequenz ist. Und später teste ich bestimmt auch noch mal auf Wildkarpfen, denn Wildkarpfen macht ja eigentlich auch immer wieder Bock, ne? Auch kohlemäßig nicht verkehrt. Guck mal, da geht der nächste auch schon rein. So soll das. Oh, nicht so ganz riesig. Okay, die machen wir alle schön zu Fischfetzen. Die brauchen wir nicht, die kleinen Wildkarpfen. Aber selbst auf dem Viererhaken, ne, 4-0er Haken, gehen dann da die kleinen rein. So, ist der hier schon dran oder noch nicht? Es können einfach super viele hier drauf gehen, ne? Also super viele unterschiedliche Fische, einfach hier nur auf dem Tauwurm. Sterlet, jawohl. 1,16. Die dürfen natürlich auch gerne größer reingehen. Aber das passt schon. Einfach nur mit dem Tauwurm. Ganz simpel. Und damit ein bisschen Cash machen. Jo, so viel dazu. Jetzt heißt es testen und vor allem ein bisschen Geduld haben. Das Ganze ist kein Spot, wo man hier auf Masse geht. Da muss man tatsächlich einfach Geduld haben, abwarten und hoffen, dass da mal was Schönes reingeht. Ausreichend Schnur mitnehmen, dass man eben auch hier in diesem Bereich ein bisschen laufen kann. Aber auch durchaus mal testen, hier mit Monoschnur reinzugehen. Denn wenn man hier die ganze Zeit mit einer geflochtenen Schnur unterwegs ist, hat man gerade bei diesen Fischen wahnsinnig viel Verschleiß. Also lieber eine geflochtene und dann, wie gesagt, eher so ein bisschen hier mitlaufen als auf den größten Köder der kleinste Fisch. Lieber eine Monoschnur mitnehmen als geflochten, weil, wie gesagt, der Verschleiß dann nicht so ganz heftig ist. Ich habe jetzt hier auch gerade Nylonschnur drauf, die vom Nordmeer. Und die ist eben butterweich, also ganz angenehm und super wenig Verschleiß da drauf. Ja, so viel dazu. Ab an den Spot. Testen, testen, testen. Rausziehen die Brocken und im Idealfall geht noch irgendwie eine Trophy rein. Sterle-Trophy, fetter Wildkarpfen oder sowas. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Petri, bis zum nächsten Mal.